Alle Flecken sind weg? Oh krass, ein Riesenfleck und das ist jetzt weg. Teilweise geht es schon weg, aber meine Hand tut mir weh. In diesem Video teile ich mit euch meine Putzhacks. Viele Putzhacks sind auch für vollbeschäftigte Eltern, die wenig Zeit haben, dennoch effektive Methoden brauchen, ohne großen Einsatz von Chemikalien, denn sie natürlich Kinder zu Hause haben. Ihr werdet sehen, wie ich Flecken von Kinderkleidung entferne, die Marker und Malstifte von der Wand beseitige, wie ich stinkende Schuhe erfrische und die Töpfe wieder zum Glänzen bringe, ohne dabei besonders viel Zeit zu investieren. Euch zusammen ein Rezept testen und das soll wirklich gegen Flecken, gegen diesen alten Flecken sein, die bereits mehrmals, also wenn die Sachen mehrmals gewaschen worden sind und die sind immer noch da. Und da habe ich früher gedacht, das war's dann schon mal. Wenn du gleich die Flecken nicht bearbeitest, dann werden sie wahrscheinlich nie wieder rauskommen, wenn du schon einmal gewaschen hast. Und ich bin gespannt, ob diese Methode heute diese alten Flecken entfernt. Bereite in einem großen Behälter oder im Waschbecken eine Lösung zum Einweichen von Wäsche vor. 4 Esslöffel Waschpulver. Ich benutze den ökologischen Waschpulver von Everdrop, das umweltfreundlicher und umweltschonender ist. 2 Esslöffel Fleckenentferner. Ich nehme Fleckensalz. 2 Esslöffel Haushaltsseife. Diese habe ich vorher gerieben. Und 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Ja, da habe ich mich auch über diese Komponente gewundert. Aber dies ist sehr wichtig, um die alten Flecken lösen zu können. Das Ganze dann mit 5 Liter kochendem Wasser übergießen. Ich habe diese IKEA-Kiste genommen und musste nun feststellen, dass die Menge von Wasser zu wenig für den großen Behälter ist. Also habe ich noch zusätzlich 5 Liter Wasser mit den ganzen Zutaten gemischt und dazugegeben. Jetzt ist die Menge von Wasser passend. Für die Buntwäsche habe ich einen separaten Behälter genommen und das gleiche wiederholt. Diesmal habe ich Colorwaschmittel von Everdrop genutzt. Um einen Treibhauseffekt zu erzeugen, habe ich Deckel auf die Behälter drauf gemacht. Nun das Ganze 3 bis 4 Stunden oder am besten über Nacht einwirken lassen. Danach die Wäsche, wie gewohnt, in der Waschmaschine unter Zugabe einer kleinen Menge Waschpulver waschen. Man braucht wirklich nicht so viel Waschpulver, weil Waschpulver von Everdrop an die Wasserhärte angepasst ist. Normalerweise bei dem kalkhaltigen Wasser, wie bei uns der Fall, wir haben extrem viel Kalk im Wasser, bräuchte man viel mehr Waschpulver, damit man die Wäsche wirklich sauber bekommt. Bei Everdrop wird die Rezeptur des Waschmittels an Härtegrad des Wassers angepasst und das kannst du ja selber bestimmen, indem du bei der Bestellung deine Postleitzahl angibst und die Wasserhärte in deiner Region ermittelst. Somit verbrauchst du weniger Waschpulver, auch wenn deine Region sehr hartes Wasser hat. Da ich extrem viel Wäsche wasche, meistens einmal täglich, ist es wirklich sehr, sehr viel. Und ich hoffe, wenn die Kinder mal größer werden, muss ich da nicht so oft waschen. Hinterlasse mir bitte ein Wäschekorb-Emoji in den Kommentaren, falls du auch so oft waschen musst. Bei der Menge der Waschladungen war ich auf der Suche nach einem nachhaltigen Produkt, was aber eine gute Reinigungskraft besitzt. Seit ein paar Wochen nutze ich bereits Everdrop und bin total begeistert. Das Waschmittel ist nicht nur ökologisch und frei von Mikroplastik, sondern schafft auch seinen Hauptjob, nämlich Wäsche waschen mit Bravour. Ich habe keinen Unterschied zu dem alten Waschmittel gemerkt.
Zusätzlich riecht das Ganze noch ganz angenehmes, ganz herrlich frisch und dezent. Ich habe das Waschmittel in dem Probierset erhalten. Waschmittel für Buntwäsche, Vollwaschmittel und Waschmittel für die Feinwäsche. Die mitgelieferten Dosen sind ziemlich schick, minimalistisch und kompakt. Auch die Menge von Waschmittel ist nicht groß, da Everdrop auf unnötige Füllstoffe verzichtet. Das heißt, man braucht wirklich eine kleine Menge für den Waschgang. Solche Unternehmen wie Everdrop, die auf Nachhaltigkeit setzen, auf den Einwegplastik verzichten und auf großen Einsatz von Chemikalien, unterstütze ich sehr, sehr gerne. Und du kannst es gemeinsam mit mir tun. Mit meinem Code MAMANADIA bekommst du 10% Rabatt auf alle Produkte inklusive Sets und Aktionsartikel aus dem Online-Shop. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und lieben Dank an Everdrop, die dieses Video gesponsert haben. So, jetzt habe ich die Sachen aus dem Trockner rausgeholt und ich möchte das am Tageslicht sehen, ob die Flecken wirklich weg sind. Ja, fangen wir mal an. Oh krass, ich sehe schon, dass die Wäsche ziemlich weiß ist. Also dieser Strampler, der war gelb, der war sehr gelb und jetzt ist er wirklich strahlend weiß. Bei diesem Pulli, das ist eigentlich Pulli, was ich zurückgebe. Hier war ein Riesenfleck und das ist jetzt weg. Das waren natürlich keine Muttermilchflecken. Windelflecken und das ist jetzt alles weg. Die meisten Flecken sind weg und das ist erstaunlich, ja, und vor allem waren diese Wäsche bei mir 5 Jahre lang, lagen sie im Keller, teilweise 5 Jahre, also von Annabelle, die Sachen, die Strampler, und ich konnte die nicht weggeben, weil die fleckig waren und irgendwie habe ich gedacht, naja, ich behalte die für mich, und inzwischen, die waren so lange da und trotzdem sind die Flecken weg, also finde ich erstaunlich. Probier mal aus diese Methode und schreib mir in den Kommentaren, ob du ähnliche Ergebnisse hast, ob das bei dir auch so gut geklappt hat, würde ich mich sehr interessieren, weil ich werde das auf jeden Fall weiterhin nutzen. Geschnittene Zwiebel in dem Schälchen, Schimmelkäse oder vergessene Karotte, die anfängt zu schimmeln. Man kennt ja, manchmal macht man die Kühlschranktür auf und es stinkt. Gegen den unangenehmen Geruch im Kühlschrank habe ich einen Tipp für euch. Es hilft ein erprobtes Haushaltsmittel, Natron oder Backpulver. Dabei muss man nicht so viel machen. Stell eine flache Schale mit einigen Esslöffeln Backpulver oder Natron ganz einfach offen in den Kühlschrank. Über Nacht wird der unangenehme Geruch verschwinden. Genauso gut funktioniert Natron gegen den unangenehmen Geruch in den Schuhen. Vor allem Kinderschuhe tendieren dazu, feucht zu sein und unangenehm zu riechen. Die Feuchtigkeit und lästige Geruch können mit Natron neutralisiert werden. Dazu gebe ich eine ausreichende Menge Natron in die stinkende Schuhe und lasse das Ganze über Nacht einwirken. Morgens kann ich das Pulver einfach aus den Schuhen kippen. Diese Methode ist sehr effektiv. Denn Natron wirkt gewissermaßen als Sauger des schlechten Geruchs. Dabei muss man nicht so viel machen. Nur noch Natron verstreuen und abwarten. Wenn du Natron nicht vorrätig hast, kannst du genauso Backpulver verwenden. Hast du auch kleine Picassos zu Hause, die gerne malen, vor allem auf den Wänden? Eigentlich malen meine Kinder so gut wie gar nicht auf den Wänden, aber dieser Vorfall hat sich ereignet. Wir hatten Besuch und zu dritt kamen sie auf die Idee, die Wände mit Kugelschreiber zu bemalen. Und dadurch, dass ich jetzt das Zimmer von meiner Tochter renoviere, ist mir das wieder
eingefallen und aufgefallen, ja, dass hier das nicht so schön aussieht. Und bevor ich die ganze Wand neu streiche, möchte ich diese Methode versuchen. Ich probiere mal mit dieser Mischung. Spülmittel, Zitronensaft und etwas Zahnpasta. Das Ganze vermischen und mit der alten Zahnbürste auf die Stellen einreiben. Teilweise geht es schon weg, aber meine Hand tut mir weh. Ich glaube, ich muss eine andere Methode suchen. Das Ganze hat mir jetzt viel zu lang gedauert. Ich probiere jetzt mit der Methode Nummer 2. Kugelschreiber kann man nämlich auch mit dem Haarlack entfernen. Dafür brauchst du noch einen feuchten Lappen. Den Strich mit Haarlack gut anspritzen und mit dem feuchten Tuch die blaue Tinte wegwischen. Danach kann man mit einem mit Essigwasser nassen Lappen, halb Wasser, halb Essig, nachtupfen. Diese Methode hat mir besser gefallen, meine Hand tut nicht weh und das hat viel schneller gedauert. Tada! Und die Wand ist jetzt frei und das war einfacher. Also ich empfehle einfach Haarlack zu verwenden und man sieht, sobald man sprüht, löst sich schon die Tinte und das geht ja eigentlich viel, viel schneller als mit der ersten Methode. Das hier ist ein Buntstift und ich habe das jetzt mit Haarlack versucht und das war nicht so toll. Deswegen nutze ich, ich habe sowas noch zu Hause, so einen Putzstein. Ich verlinke das alles unten und ich habe schon ein bisschen probiert und das geht ziemlich gut. Wir machen das gemeinsam. Voilà, das ging ja schnell. Das ist ziemlich gut, weil das ist auch ökologisch. Das ist nicht dieser Radierschwamm, was ziemlich giftig ist. Das heißt der grüne Putzstein und das geht eigentlich relativ fix. Ich probiere nochmal mit dem Kugelschreiber. Vielleicht wird der grüne Putzstein das auch wegradieren. Also der grüne Putzstein hat genauso gut Kugelschreiber wegradiert und eigentlich ist es eine tolle Lösung, wenn du das hast oder sich anschaffen möchtest, kannst du damit einige Sachen wegradieren. Okay, jetzt mache ich Experiment. Das ist Permanent Marker. Ich male hier einen Strich und wir schauen mal, ob wir das mit diesem grünen Stein wegradiert bekommen. Heute bin ich ein Kind. Absolut klasse, das ist komplett weg und das hat echt nicht mal 2 Minuten gedauert. Ich habe ein bisschen geschrubbt und das Ganze ist weg. Also kann ich echt weiterempfehlen, diesen grünen Putzstein. Man kann damit auch andere Sachen putzen wie Duschkabinen, Badewannen, Küchenspülen, Küchenfronten, Autoscheiben, Autoreifen, Armaturen, Backofen, WC, Kühlschrank und so weiter. Wenn du auch gerne ab und zu frisch gepressten Orangensaft genießt, kann man die Orangenschale ganz nützlich verwenden. Nachdem man Orangen entsaftet hat, kann man etwas Wasser zu den Orangenschalen geben und in der Mikrowelle ca. 7 Minuten laufen lassen. Dadurch entsteht Feuchtigkeit in der Mikrowelle, was die Reinigung erleichtert und hervorragende desodorierende Wirkung hat. Danach kann man die Mikrowelle schnell mit dem feuchten Tuch abwischen und fertig. So ersparst du dir langes Schrubben und es duftet auch wieder frisch.
Die Orangenschale sind jetzt in der Mikrowelle. In dieser Zeit werde ich die Edelstahltöpfe reinigen. Wenn du die Edelstahltöpfe wie ich in der Spülmaschine reinigst, wirst du wahrscheinlich mit der Zeit solche Flecken am Boden vorfinden. Diese kann man sehr schnell mit der Zitronensäure entfernen. Ich gebe halben bis einen ganzen Esslöffel Zitronensäure in die Töpfe, gieße mit dem Wasser und lasse sie kurz aufkochen. Danach schüttle ich das Wasser in einen Behälter, da man dieses Wasser noch weiterverwenden kann. Die Edelstahltöpfe wasche ich kurz mit dem Spülmittel aus. Ich teste momentan auch das Spülmittel von Everdrop, welches man sehr schnell selber mischen kann. Das Spülmittel kommt nämlich in solchen Papiertüten in Pulverform. Man vermischt das mit dem Wasser und nachdem man ordentlich geschüttelt hat, ergibt sich ein flüssiges Gel. Es riecht sehr dezent nach Minze und Zitrone und ist schonend für die Hände. Ich finde es toll, weil ich habe noch extrem trockene Hände. Deswegen bin ich total happy, das gefunden zu haben. A, ist es umweltschonend und B, ist es toll für meine Hände und es wird so toll zusammengerührt und es hat echt eine angenehme Konsistenz für die Hände. Und meistens nutze ich auch Handschuhe im Haushalt, damit ich die Haut von meinen Händen nicht so reize. Vielleicht hast du auch Tipps, vielleicht hast du ähnliche Hände wie ich. Also sobald es kalt wird draußen, sind sie richtig, richtig trocken, als ob ich so eine kleine Schleifpapier auf meinen Händen. Das nervt mich inzwischen. Da sind die letzten Jahre ziemlich extrem geworden. Nachdem ich die Töpfe abgespült habe, strahlen sie wieder wie neu. Das Zitronenwasser, was ich gesammelt habe, nutze ich, um die Edelstahl-Küchengeräte zu reinigen. Auch die Küchenschränke kann man mit dem Wasser reinigen, da es sehr oft Fingerabdrücke auf den Küchenschränken zu sehen sind. Da ich ja schon dabei bin, reinige ich auch die Kühlschranktür mit dem Zitronenwasser. Und wenn ich schon die Zitronensäure ausgepackt habe, reinige ich damit die Spülmaschine. Ich gebe die Zitronensäure direkt in den Behälter und starte einen Waschgang. Man braucht eigentlich keine besonderen Mittel für die Reinigung zu kaufen. Früher hat mein Mann immer solche Sachen gekauft, um die Spülmaschine zu reinigen. Aber es braucht es gar nicht mehr, weil man kann auch mit altbewährten Hausmitteln wie Zitronensäure, Natron oder Essig Spülmaschine oder Waschmaschine genauso gut reinigen. Und Zitronensäure reicht eigentlich völlig aus, um die Maschine kalk-, bakterien- und pilzfrei zu halten und es ist noch umweltschonender. Nach dem Waschgang kann man die Spülmaschine mit dem Handtuch trocknen. Anstatt von Zitronensäure kann man auch Essig benutzen. An den Seiten sammelt sich auch viel Dreck und da muss man ein bisschen nachschrubben. Mit der Zitronensäuremischung in der Flasche reinige ich fast alles in der Küche und im Bad. Hier sprühe ich auf die Stellen, die noch gereinigt werden sollen, schrubbe sie etwas mit dem Tuch und so ist die Spülmaschine entkalkt und wieder sauber. Lass Geschirrspüler etwas geöffnet, damit es vollständig trocknen kann.